Etwas Größeres haben sie nicht. Und unsere Jungs haben zu uns gehalten. Boom. Das macht mich stolz. Ja. Feindliches Flugzeug nähert sich. Aber es war knapp. Die dritte Flotte sollte gute Gründe haben, warum sie hier nicht aufgekreuzt ist. Es war eigentlich ihr Kampf. Mit dem Untergang dieses mittlerweile ziemlich deformierten Schiffes verabschiede ich mich für die Mission und wir sehen uns gleich in der Auswertung wieder. Sieg über die Musashi war eine Heldentat. Das riesige Schiff hätte unsere Streitkräfte im Alleingang zerstören können, wenn unsere Angriffsflugzeuge nicht einsatzbereit gewesen wären. Uns ist klar, dass es sich um das letzte Aufbäumen eines verzweifelten Feindes handelt. Sie sind in Selbstmordabsicht mit ihren Flugzeugen direkt in unsere Schiffe gerast. Mit ähnlichen Angriffen ist auch in nächster Zukunft zu rechnen. Das weitere Vorrücken wird hart werden. Ja, und anscheinend war es doch nicht das versteckte Einsatzziel, alle MG-Nester zu zerstören, sondern doch nur das Sekundärziel. Dann weiß ich doch nicht, was das versteckte Einsatzziel ist. Wenn es einer von euch weiß, kann das mir ja schreiben. Eventuell noch die ganzen Bunker und so ausnocken, aber die konnte ich gar nicht mit meinen Flugzeugen angreifen oder habe denen gar keinen Schaden gemacht, deswegen weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn es einer weiß, schreibt es mir, würde mich freuen. Also dann haben wir das Kreuzabzeichen bekommen, zerstören sie in einem Spiel mit Kreuzer 15 feindliche Einheiten. Ja. Dadurch, dass wir ein Kreuzer der Atlanta-Klasse hatten, mit dem wir ordentlich Flugzeuge abgeschossen haben, war das nicht so schwer. Ja, wir sind jetzt in der Schlacht um Kap Engano. Die japanische Träger haben die dritte Flotte von Leyte weggelockt. Die siebte Flotte ist jetzt also auf sich gestellt. Das ist natürlich eine Finte, aber die Chance, die japanische Trägerflotte zu versenken, rechtfertigt jedes Risiko. Inzwischen haben zwei amerikanische Schlachtschiffe die feindlichen Träger gesichtet. Sie warten nur noch auf den Befehl zum Angriff. Ja, diese Mission ist eine Mission, die ich mehr mag als die davor. Und die davor, also die beiden davor. Zwei Primärziele, einmal zerstören sie alle feindlichen Träger und zum zweiten die USS Iowa darf nicht sinken. Versteckte Einsatzziel ist, zerstören sie den japanischen Transportkonvoi. Sagt euch jetzt noch nichts, mir schon, weil ich die Mission schon gespielt habe. Werdet ihr noch sehen. Wir haben eine Yorktown-Klasse, eine Helldiver, 18 Helldiver, eine Iowa-Klasse und eine Northampton-Klasse. Außerdem können wir eine Fletcher-Klasse mit der LNM-Sumner-Klasse austauschen. Allerdings, da Zerstörer hier nur nebensächlich sind, werde ich die South Dakota-Klasse mit der Iowa-Klasse austauschen, denn der liebe Black Carer 1000 hat mir geschrieben, was hier unten drin steht, was ich mir vielleicht mal hätte durchlesen sollen. Und zwar ist sie schneller und hat mehr Panzerung. Ich glaube dem einfach mal. So sieht sie aus, das Baby. Wie man hier schon sieht, wenig Unterschied eigentlich zur South Dakota-Klasse. Aber hey. Jo. Wir spielen mal wieder auf Rekrut, was sonst nicht Veteran. Und ja, möge die Schlacht beginnen und hoffentlich gewinnen wir sie auch. Zwei feindliche Träger geortet, Sir. Wir werden in wenigen Minuten in Schussweite sein. Das ist Ihre Show, Iowa. Und geben Sie alles. Diese Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wir wollen die siebte ja nicht umsonst verlassen haben. Die Enterprise trifft in Kürze ein, um nach den anderen zu suchen. Ja. Wir haben jetzt hier zwei wunderschöne Babys. Und zwar
zwei Schlachtschiffe der Iowa-Klasse und eine Fletcher-Klasse, die ihr hier schon ordentlich einsteckt. Und direkt untergeht. Bitte, wenn du keinen Bock hast auf das Let's Play, dann geh halt. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier zwei Schlachtschiffe der Iowa-Klasse. Ich höre. Die Nachricht lautet, 27 VMB ist bereit und mit voller Kraft unterwegs. Was bedeutet 27 VMB? Daran arbeitet der Geheimdienst gerade. Das heißt, dass du jetzt gefälligst leise bist, damit ich weiterreden kann, verdammt. Es ist bestimmt eine Schiffsformation. Unbrauchbar, First Lieutenant. Ich muss wissen, welche Schiffe. Ja, Sir. Können Ihre Geheimdienstleute es mir jetzt sagen? Sie arbeiten noch daran, Sir. Dann können wir nur warten. Darf ich jetzt endlich mal... Also dieses Spiel ist echt nicht gut zum Let's Play, weil diese Typen quatschen einem alle zwei Minuten rein. Also. Ich frage mich echt, wieso die hier mit ihren Zeros Schlachtschiffe angreifen. Also wir haben, wie gesagt, zwei Schlachtschiffe der Iowa-Klasse. Und dürfen uns hier gegen einen ordentlichen Anschwall von Zeros verteidigen. Was echt extrem sinnlos ist, weil die Dinge haben nur Maschinengewehre. Die machen Maschinengewehrüberflug, können vielleicht meine Besatzung ausmachen. Mehr aber auch nicht. Und da ich weiß, was gleich passieren wird, habe ich einen fetten Fehler begangen. Fetter Fehler. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt mit meinen zwei Schiffen jetzt ein bisschen manövrieren. Sei fett, die Iowa hier nach vorne und die Illinois. Ja. Hier rum. Die Iowa wird, die Illinois wird die nächste Zeit wirklich nur mit Fahren beschäftigt sein, aber hey. Ich könnte das auch abkürzen. Bei nicht. Vergesst, was ich gerade gesagt habe, noch macht sowieso keinen Sinn. Also für Leute, die Mission schon kennen. Ich kenne sie zum Beispiel schon. Deswegen mache ich jetzt das, dass ich... Feindliche Flugzeuge nähern sich! Irgendwie ist das ein Spielbug, glaube ich. Normalerweise werde ich nie von Zeros angegriffen. Ja, also normalerweise werde ich an der Stelle von Kamikaze und Bombern angegriffen. Also, vielleicht habe ich Glück. Die ganze Mission lang kriege ich kein bisschen Schaden, weil ich die ganze Zeit nur von Zeros überflogen werde. Nein, da kommen schon meine Freunde. Da gehen sie auch schon. Flugzeug im Anflug, genau auf das Deck zu. Hier fliegt ja erstmal nichts mehr aufs Deck zu, okay? Ja, da dampft die Illinois ihren Weg alleine und wir auch alleine. Auf jeden Fall fahre ich jetzt hier rein, um euch was zu zeigen. Minenfeld voraus. Das war mies, dass sie uns das macht erst es uns so spät nicht gerade leichter. Haben. Ach, was soll's. Auf jeden Fall, hier sind ein Minenfeld quer rüber. Das heißt, wenn ich da durchfahre, werde ich ordentlich durchgeschaukelt. Ich habe es, um ehrlich zu sein, noch nie probiert, aber ich will es jetzt hier auch nicht beim Let's Play probieren. Vielleicht mache ich da mal ein spezielles Video, aber viel wird da wahrscheinlich auch nicht passieren. Feindliche Flugzeuge nähern
Allerdings, um kein Risiko durch einzugehen, wähle ich den Weg aus, und weswegen auch ich die Illinois so einen fetten Umweg abfahren lassen. Einmal um diese ganze Insel rum. Ich weiß, ich kann mit Hilfe von Artillerie probieren, diese Minenfelder auszulöschen. Aber um ehrlich zu sein, so oft wie ich, immer wenn ich es probiert habe, habe ich es nie geschafft, nur eine einzige Mine hier auszunocken. Boah. Deswegen nehme ich den fetten Umweg. Das war kein Unfall. Er ist absichtlich in uns reingerast. War das ein einmaliges Vorkommnis? Er wurde nicht getroffen, bevor er bei uns einschlug. Ja. Aus Lakey wurden vergleichbare Aktionen gemeldet, Sir. Es ist eine neue Form von Angriff. Die Flugzeuge sind voller Diesel und Sprengstoff. Zur Information. Das hätten Sie mir früher sagen sollen, First Lieutenant. Irgendwann kicke ich dieses Spiel in den Müll, ey. Auf jeden Fall, diese Mission ist quasi eine Parallelmission zu der von Leyte. Also es passiert ein bisschen zeitgleich und dann doch, glaube ich, ein bisschen später. Deswegen tun die hier auch so überrascht über die Kamikaze. Wir kennen das ja schon. Auf jeden Fall, die wird jetzt fahren. Da hinten konzentrieren sie sich nicht so drauf. Wir... Minenfeld voraus, Sir. Das macht es uns nicht gerade leichter. Ich doch schon. Ja. In dem Fall. Deswegen konzentriere ich mich jetzt, bin ich jetzt hier bei der Illinois. Denn aus Erfahrung weiß ich, dass Erfahrung klug macht. Nein. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Japaner jetzt anfangen, die Illinois anzugreifen. Und zwar... mit ordentlich Einheiten. Feindliches Flugzeug nähert sich. Ja. Ein schönes Schlachtschiff. Einer weniger. Feindliches Geschwader zerstört, Sir. Ja, was man sagen muss, die amerikanischen Schlachtschiffe, finde ich, sehen schon größtenteils besser aus, wenn ich mir da mal Kongo-Klasse anschaue. Allerdings haut die Kongo-Klasse so extrem rein, das ist so. Naja, ich sage erstmal nichts, das könnt ihr alles noch selbst erfahren. Selbst beobachten. Ja. Also, jetzt, da wir hier außenrum fahren, ist den Japanern und sind wir den Japanern eigentlich ziemlich egal. Und ja, deswegen passiert jetzt hier nicht viel, ein paar Zeros cruisen rum, aber hey, selbst wenn die zu uns durchkommen, sind die mir sowas von scheißegal, weil die sowieso nichts machen. Also im richtigen wäre ja dann im Geberflug und über ein paar Männer ausnocken, aber ich weiß nicht, ob das Spiel so realistisch ist.